Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, ja, die erste Bücherwoche im neuen Jahr in 2018. Und wenn ihr die Überschrift sozusagen seht des Videos, starte ich jetzt hier wieder mit der Nummer 1. Also wer sich wundert, die Bezeichnungen hinter der Bücherwoche sind ja immer die jeweiligen Kalenderwochen im Jahr. Dementsprechend die Nummer 1 und ja, die erste Woche war sehr lesereich und hat direkt mit einer Highlight-Reihe angefangen. So viel verrate ich schon mal. Ja, es war eine sehr angenehme erste Woche. Sie hatte ja auch nur 4 Arbeitstage. Ich bin auch sehr gut in das neue Jahr reingekommen, habe den 1. Januar dann auch schön zur Entspannung genutzt, habe ein bisschen was im Fernsehen geguckt, habe ja gelesen und ja, habe das sehr genossen. Und auch sonst in der Woche habe ich ja die freie Zeit doch sehr mal mit lieben Menschen verbracht und dann natürlich auch lesetechnisch. Und ja, wirklich auch eine Reihe gesuchtet, die mich um den Schlaf gebracht hat und ich gerne auf den Schlaf verzichtet habe. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal auch dazu sagen. Ansonsten, ja, geht es mir relativ gut. Könnte ein bisschen schöner vom Wetter draußen sein. Der Sturm diese Woche hat mich auch ein paar Stunden Schlaf gekostet. Aber wir sind hier wirklich glimpflich weggekommen, wenn ich mir gerade den Westen und den Süden angucke. Ja, da ist ja doch allerhand jetzt auch mit Hochwasser los und der Norden mit dem Sturm, das ist echt nicht schön. Also da bin ich froh, dass wir ja nur so die Ausläufer abbekommen haben hier im Osten sozusagen von Deutschland, beziehungsweise ja im Norden von Bayern, je nachdem, auch immer wie man es sehen möchte. Und ja, das ist schon ganz schön heavy. Und wenn man dann nochmal über den Atlantik guckt und sich ansieht, was gerade im Osten der USA los ist, da mache ich 3 Kreuze, dass diese minus 30 Grad nicht bei uns sind. Ja, also das finde ich schon heavy, wenn man nicht mehr aus seinem Haus kann, Schulen und sogar die Arbeit im Grunde abgesagt wird, weil keiner mehr rumkommt, das Eis irgendwie zu beseitigen und die Massen an Schnee. Ich meine nicht, dass ich mich über freie Tage nicht freuen würde, aber wenn das Haus geschützt werden muss, damit nicht alles einfriert und keine Ahnung, und zudem natürlich die Autos in der Regel wahrscheinlich dann komplett kaputt sein werden, weil ja, wenn da so eine Eisschicht von 10 cm drauf ist, weiß ich nicht, ob das so gut dafür ist. Also ich möchte dann keiner seine Haut stecken und beklag mich dann jetzt vielleicht doch gar nicht so über das Wetter. Ja, hier. Aber es ist halt sehr dunkel und jetzt ist auch die Weihnachtsdeko, wie man sehen kann, verschwunden und ja, die Lichter und so, das fehlt mir schon so. Das ist so für mich immer ein bisschen Gemütlichkeit, aber ja, dafür werden halt jetzt einfach wieder ein paar mehr Kerzen angemacht und ja, die ein oder andere schöne Lampe, die mich auch hier von der Seite anleuchtet, darf natürlich brennen. Ja, lesetechnisch habe ich 4 Bücher gelesen und ja, das Hörbuch zu Ende gehört und ich denke, das machen wir jetzt auch einfach wieder wie immer chronologisch. Ich habe zu Ende gehört Kill Shakespeare von Conor McCreary. Da hatte ich ja in der Vorweihnachtswoche damit angefangen und habe, nein, in der Vorsilvesterwoche, in der Nachweihnachtswoche angefangen. Und habe es dann, glaube ich, auch noch am Sonntag beendet. Dann habe ich mit einer Trilogie begonnen und ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat. Ist das die Ilaria, wie auch immer das Mädel hieß mit ganzen Namen, Trilogie von Ursula Poznanski. Und ich habe die Bücher diese Woche wirklich weggesuchtet. Also immer, wenn ich lesen konnte, gefühlt, habe ich darin gelesen und die haben mich auch um den Schlaf gebracht. Und diese Reihe habe ich komplett weg, ja, gelesen. Es war wirklich ja, ein Genuss, diese Trilogie zu lesen. Und ja, ich frage mich, warum ich die nicht schon eher entdeckt habe. Ja, so ist es. Und ein bisschen nebenbei, gerade wenn ich dann eben unterwegs war, habe ich in meinem E-Book, in meinem aktuellen gelesen. Auch das habe ich, glaube ich, auch noch an Silvester begonnen. Und zwar die Diamantendynastie von Sydney Sheldon. Aber die ist natürlich ein bisschen verblasst neben dieser tollen Trilogie. Aber wir beginnen mit dem Hörbuch bzw. dem Hörspiel. Auf Audible habe ich gehört Kill Shakespeare von Conor McCreary. Das ist ein Hörspiel, was ich entdeckt habe, weil ich ja ein Hörspiel gesucht habe, weil mir einfach Monster 1983 so mega gut gefallen hat. Und für einen Audible-Gutschein habe ich ja das im Grunde mir besorgt und es dauert circa 8 Stunden und eine Dreiviertelstunde und ist umgerechnet, wie ich es ja tue, für meine Statistik circa 300 Seiten.
Und ja, in diesem Buch treffen eben allerlei Charaktere, die man von Shakespeares Welt kennt, aufeinander. Und es sind eben die weltberühmten Helden und auch Bösewichte in magischen Gefilden von Illyria treffen sie sich und sind auf der Suche nach ihrem Gott Shakespeare, nach ihrem Selbst, nach ihrem, wie sie geschrieben wurden, nach ihrem, wie sie gerne sein werden und treffen eben hier mit komplett anderen Vorgeschichten und Voraussetzungen aufeinander. Und besonders Hamlet verfolgen wir sehr und auch dessen Geschichte, was das mit dem Thron so ein bisschen zu tun hat, diese Machtspielchen, die man kennt. Und das ist so der grobe Kern, sage ich mal, der Geschichte. Und ja, so entfaltet sich mit vielen Hinweisen und gespickt mit vielen Details zur Shakespeares Welt eben eine Geschichte, die mich leider nicht so richtig ja, packen konnte. Es war die ersten 1,5 Stunden sehr, sehr verwirrend, bis man grob verstanden hat, wie die Zusammenhänge in der Geschichte sind. Dann wurde es mal einen Hauch spannend. Man hatte das Gefühl, man hat endlich den roten Faden dieser Geschichte gefunden, um dann gefühlt eine Stunde, 1,5 Stunden später festzustellen, nee, irgendwie blicke ich immer noch nicht durch. Und ich hatte wirklich immer so halbstündlich tolle Phasen, wo ich dachte, oh geil, und dieser Hinweis auf Shakespeare ist cool und hier tauchen noch Othello auf und hier ist ein bisschen was vom Sommernachtstraum und oh, hier ist eine Julia und dann fügt sich das zu einem Bild zusammen und dann für die nächste Stunde wieder alles zu locker. Also ich kam leider mit dem Hörspiel nicht so richtig zurecht, beziehungsweise mit der Geschichte. Das Hörspiel war sehr cool wieder gemacht, auch mit der Musik und den unterlegenen Geräuschen fand ich wirklich toll. Ich fand auch die Sprache leider etwas fad und die Dialoge etwas ja, belanglos. Habe jetzt in der ein oder anderen Rezension gelesen, dass es wohl einfach an der schlechten deutschen Übersetzung liegt, dass man eben nicht versucht hat, in Shakespeares Sprache, wo wohl das englische Hörspiel sozusagen auch herkommt und gesprochen wird, man hat das halt ins Deutsche einfach relativ frei und neuartig übersetzt. Und ich glaube schon, dass da so ein bisschen Charme verloren geht. Zudem halte ich mich eigentlich für jemanden, der sich in Shakespeares Welt gut auskennt. Ich bin jetzt nicht der Vollprofi, aber ich habe gefühlt so ziemlich alles von ihm gelesen, auch ein, zwei Biografien gesehen, beziehungsweise Dokumentationen gesehen und auch wirklich viele Stücke am Theater oder na, sowas auch verschiedenste Interpretationen gesehen und mag die Welt von Shakespeare. Sonst hätte ich mir dieses Hörspiel, glaube ich, auch nicht geholt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Bezüge gar nicht richtig verstanden, beziehungsweise erst so über gröbere Nachdenken und hatte durch diesen, dass ich eben darauf gewartet habe, dass da was passiert, immer so eine hohe Erwartungshaltung und es plätscherte so vor sich hin. Und ich frage mich immer, wenn sich jemand nicht mit Shakespeare auskennt, beziehungsweise vielleicht nur 2, 3, 4 Werke gelesen hat, was versteht der denn dann eigentlich von diesem Hörspiel? Und ich finde das sehr, sehr schade, dass man hochkonzentriert dieser Geschichte folgen muss, gegen das ich eigentlich nichts habe. Aber ich finde es als Hörspiel dann schon irgendwie schwierig, wenn so viel geballte Wissensladung aus Shakespeare-Welt auf einen einprasselt. Und ich glaube, dass diese Mischung dann eben einfach nicht meins war und mir leider nicht so gut gefallen hat. Und ich habe es dann eben auch einfach nur noch gehört, um es gefühlt zu Ende zu hören. Auch einfach, weil es viele Momente gab, wo es sich angeboten hat. Egal, ob ich dann gerade geputzt habe, ob ich im Solarium lag, ob ich in der Wanne lag, ob ich die Vorbereitungen für Silvester dann gemacht habe und es dann auch zu Ende gehört habe. Es hat sich dann halt einfach angeboten zu hören und dann ist das ja auch kein großer Zeitverlust, sage ich mal so. Natürlich hätte man ein anderes Hörbuch hören können, aber ja, na, aber es war jetzt nicht der Brüller und ich würde es jetzt wirklich nur sehr eingeschränkt empfehlen, bis gar nicht, weil ich es einfach nur okay fand. Es gab manchen interessanten Aspekt, den ich sehr schön fand im Bezug auf Shakespeare und ich mir das tatsächlich von verschiedenen Welten so vorstellen könnte. Also man könnte das durchaus ja auch mit einem Stephen King-Universum zum Beispiel handhaben. Also ne, das fände ich auch cool. Aber gut, es war leider nicht so ganz meins, aber ganz, ganz anders und ich halte jetzt erstmal so alle 3 Teile hoch. Ganz anders ist ja die Thriller-Trilogie von Ursula Poznanski, die Bücher beinhaltet. Einmal haben wir hier den ersten Teil, die Verratenen, der zweite Teil ist die Verschworenen. Ja, sieht man. Und der dritte Teil dann im klassischen Grün ist die Vernichteten. Ich glaube mal gelesen zu haben,
dass es sich hierbei um die Ilaria-Trilogie handelt, aber sie hat für mich jetzt persönlich keine Unterschrift, Überschrift. Auch hinten drauf heißt es einfach nur Thriller-Trilogie mit sehr coolen Covern, wie ich finde. Und es ist eben eine abgeschlossene dystopische Thriller-Dystopie. Das jetzt so sagen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe die Reihe von der lieben Freundin ausgeliehen bekommen. Vielen lieben Dank, Dorina, an dich. Und habe die schon jetzt 2-3 Monate zu Hause liegen. Wollte sie eigentlich schon mit in den Urlaub nehmen, aber dachte dann, ausgeliehene Bücher mitnehmen an den Strand und so, das würde ich von jemand anderem auch nicht mögen. Und dann ist es leider so ein bisschen nach hinten gerutscht. Durch einen dezenten Hinweis, dass ich ja diese Reihe habe, habe ich sie mir dann jetzt aber einfach gegriffen und ich habe alle drei Bücher gefühlt in einem Schwups weggelesen. Also ich habe, glaube ich, für keins der Bücher länger als 2 Tage gebraucht, beziehungsweise sogar den ersten, theoretisch habe ich da 3/4 an einem Tag weggelesen und ja, also es war wirklich der Wahnsinn. Also wir sind hier in einer Dystopie von Ursula Poznanski. Ich habe im letzten Jahr von ihr Erebos gelesen und Aquila gehört. Fand Erebos einfach nur Hammer. Aquila fand ich sehr gut, ist für mich aber nicht an Erebos rangekommen und war sehr, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Die Bücher sind 2012, 2013 und 2014 im Löwe Verlag erschienen. Es gibt alle drei jetzt schon als Taschenbuchausgaben für je 10 Euro. Die E-Books kosten ja leider das gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade wahrscheinlich die ersten beiden Bände, wenn nicht sogar den dritten, auch gebraucht schon mittlerweile günstiger geben wird. Seitentechnisch bewegen wir uns hier bei 2x460 Seiten und der dritte Teil hat 520, ist also ein Hauch dicker als die beiden Vorgänger. Und ja, weswegen es mit dieser Reihenüberschrift so ein bisschen schwierig ist, ist, dass es halt hier um eine Protagonistin geht, die eigentlich immer nur Ria genannt wird und dementsprechend die Reihe dann halt so ein bisschen nach ihr benannt wird und ich gerade nicht mehr weiß, ob sie Ilaria oder Ilaria hieß, weil sie eben immer nur Ria gerufen wird. Ja. Hätte ich mich mal ein bisschen besser vorbereitet. Ja, die Reihe spielt in einer dystopischen Welt und ja, außerhalb der Sphären ja, lebt eben die Menschheit ja, im Eis und Kälte und mit vielen Verlusten und wir leben eben oder wir erleben die Welt innerhalb einer Sphäre. Diese sind benannt nach verschiedensten Städten innerhalb Deutschlands, Österreich, wie auch immer. Die Geschichte spielt gefühlt auch in Deutschland, zumindest der Beginn der Geschichte. Und wir ja, begleiten im Grunde Ria, eine junge Frau, die unter die Top 100 waren es, glaube ich, sogar unter den Top 10 fällt sie, der begabtesten ja, Schüler dieser Akademie sozusagen erlebt. Und wir lernen so eben die Welt der etwas privilegierteren kennen, denn ja, diese Generation in dieser Zeit, in der wir uns jetzt in dieser dystopischen Welt befinden, ja, ist eben so ein bisschen auf Drill ausgerichtet. Jeder hat so eine besondere Gabe. Gerade Ria kann eben sehr ihre Emotionen kontrollieren, kann diese auch gespielt einsetzen und auch Emotionen bei anderen so hervorrufen, wie sie sie im Grunde vorgibt. Und so erleben wir einige ihrer Freunde und des Freundeskreises mit verschiedenen Gaben und lernen dann eben auch kennen, wie dieses System so ein bisschen funktioniert. Und es ist schon eine sehr ja, grausame Welt, wie ich finde, als Außenstehender. Ria aber sich eigentlich wohlfühlt und es auch anfangs überhaupt keinen Grund gibt, da irgendwas anzuzweifeln, bis eines Tages auf einem Außeneinsatz etwas mit drei ihrer Mitkommilitonen passiert, diese zu Tode kommen, weil die Außenlebenden, die Prims, die Primitiven, diese eben bei einem Angriff getötet hätten. Und ja, sie ist da doch sehr mitgenommen und spricht auch mit ihren Freunden darüber. Und auf einmal ja, belauscht sie ein Gespräch eines Sentinels, ja, der ohne Farbe dasteht, man sozusagen nicht weiß, wem was wie er ja, im Grunde angehört, der sie mit 5 anderen Studenten ja, für etwas verantwortlich macht, für eine scheinbare Verschwörung und dass sie eben ausgeschaltet werden müssen und das so schnell wie möglich. Und sie werden
auf eine Reise zum Präsidenten geschickt und ahnt Ria aber schon, irgendwas ist hier sehr, sehr komisch. Und ja, das Komische entpuppt sich als die vermeintliche Wahrheit, wie die Welt funktioniert und was es mit den Sphären auf sich hat, mit den Prims und eben warum gerade diese 6 Studenten ausgewählt wurden, um ja, im Grunde eigentlich zu sterben. Und das in einer genialen, wirklich genialen Welt mit Wahnsinnscharakteren, mit hammermäßigen Ideen, Wendungen, die so überraschend kommen, dass man einfach nur geflasht ist und ich bin einfach nur total begeistert von dieser Reihe. Ich habe den ersten Teil, wie gesagt, wirklich weggesuchtet, habe, glaube ich, die ersten 300, 350 Seiten in einem Schluck weggesuchtet, war hin und weg und mag einfach auch den Schreibstil von Ursula Ponsnanski. Der ist modern, der ist frisch, der ist flüssig, der ist nicht sehr verspielt, er ist bildhaft, aber das in einem ganz tollen Rahmen, wie ich finde. Und er übertreibt es eben nicht, also der Schreibstil von Ursula Ponsnanski mit Beschreibungen, aber er hat trotzdem tiefgründige Charaktere. Man kann sich die Welt innerhalb der Sphären toll vorstellen, die Außenwelt. Man riecht förmlich den Schnee außen und die Kälte und man hat wirklich das Gefühl, man ist mit dabei. Und es sind einfach Wahnsinnsideen in dieser Dystopie, egal ob es eben um diese Sphären geht, diese Welt innerhalb, wie sie tickt, wie die Macht da drin ist, ob es um die Studenten geht, ob es dann eben auch um die Außenwelt, um die Prims geht, wie die funktionieren, die Stadt unter der Stadt. Und ich bin einfach hin und weg von der Idee. Es ist eine Wahnsinns-Science-Fiction-Thriller-Story, die ich wirklich, diesen dystopischen Hauch, den ich unglaublich mochte, der mich wirklich mitgerissen hat, auch die Charaktere, die Entwicklung von Ria, ist einfach der Hammer. Ich finde die wirklich ganz, ganz toll, wie sie sich selbst entwickelt, wie sie dargestellt wird, wie ihre Gedanken sind. Es gibt natürlich schon den einen oder anderen Moment, wo man einfach mal denkt, ach Mädel, jetzt hier, ne? Aber überhaupt nicht, dass sie nervig ist. Sie ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsdystopien-Jugendbuch, insofern das ein erwachseneres Jugendbuch ist, Charaktere, die ich kenne. Sie kommt nicht ganz an Katniss für mich heran, aber in keinster Weise hat sie mich in irgendeiner Art und Weise genervt oder sonstiges. Auch wenn es dann so um die Freundschaften geht, um die Liebeleien darin geht, es ist zu keinem Moment nervig. Es sind tolle Emotionen, echte Gefühle und man hat wirklich das Gefühl, man ist ein Teil dieser Welt und man steckt hier mit drin. Und das ging dann auch wirklich weiter mit dem zweiten Teil, Die Verschworenen, die ich dann auch an 2 Tagen weggesuchtet habe und es also komplett aneinander wegspielt, die Geschichte. Es keine großen Zeitlücken innerhalb der Geschichten sind. Auch das habe ich wirklich eingehaucht und habe, glaube ich, bis 2:30 in der einen Nacht gelesen, weil ich es dann unbedingt gar fertig lesen wollte. Und ich war einfach hin und weg. Und dann der dritte Teil, also selbst für einen zweiten Teil, muss man wirklich sagen, war der Hammer. Normal sind zweite Teile in Trilogie ja oft so Lückenfüller. Das Gefühl hatte ich ihr überhaupt nicht. Und dann war ich natürlich mega gespannt auf den Abschluss der Trilogie, der mich einfach nur nochmal mehr von den Socken gerissen hat. Wenn es ein Ranking innerhalb der Bücher geben müsste, müsste man fast sagen, ist der dritte ein bisschen langsamer von der Erzählung und vielleicht damit ein Hauch langweiliger ist das falsche Wort. Nein, es holt einfach ein bisschen mehr auf und man hat schon so den einen oder anderen Moment zum Durchatmen, was ich gar nicht schlecht finde. Aber die anderen zwei wirklich spannungsgeladen gefühlt passiert auf allen 10 Seiten irgendwas. Hier hat sich Ursula Ponsnanski ein bisschen Zeit gelassen, was ich tatsächlich schön fand, weil man so das Ende richtig gut auskosten konnte. Auch den Weg dahin, den wir gehen, um diese Welten kennenzulernen, um Dinge herauszufinden, Wendungen, die passieren, die ich einfach wahnsinnig finde. Hier im dritten Teil ist leider etwas drin, was ich nicht ganz so schön fand, so für einen Moment, wo ich dachte, ach, das hätte jetzt nicht sein gemusst. Daher ist das vielleicht tatsächlich so mein wenigst geliebter. Von 5 Sternen kriegt er noch 4,8. Insofern ich Sterne vergebe. Ja, aber es ist alles in allem wirklich eine Wahnsinnsreihe, die mich absolut gepackt und gefesselt hat, die mich ja total mitgerissen hat und neben Panem und der Nachtsonne wirklich eine Hammer-Dystopie ist, die diesen Namen auch einfach verdient hat und auch wirklich ein Ende hat, das ich grandios fand und wirklich absolut begeistert. Und gerade wirklich diese Ideen, die da drin stecken, allein diese Ideen, wie sich die Namen zusammensetzen innerhalb dieser Sphären, wo wir Ria kennenlernen, dass da eben immer aus 2 unterschiedlichen, die den Charakter, Begabungen des Studenten angehenden, ja, Berühmtheiten wurde eben so ein Name
daraus gemacht. Das fand ich einfach großartig. Und es gibt so viele Wahnsinnsideen, die ich toll finde und einfach Charaktere, die mir total ans Herz gegangen sind. Neben Rhea fand ich eben zum Beispiel auch Sandor ganz, ganz toll. Und ach, es war einfach großartig. Es war einfach eine Wahnsinnsreihe und ich bin so froh, dass ich sie gelesen habe. Und sieht sie nicht einfach schön aus? Also ich bin wirklich absoluter Fan und das hat für mich Ursula Poznanski wirklich nochmal mega spannend gemacht und ich möchte 18 unbedingt mehr von ihr lesen. Mir wird auch sehr ihre erwachsene Krimi-Thriller-Reihe nahegelegt. Da muss ich natürlich mal gucken. Ich bin jetzt nicht eigentlich der große Krimi-Leser, aber da möchte ich gucken, was mich von ihr so ein bisschen anspricht. Und ich bin so dankbar, dass mir meine liebe Freundin die Bücher ausgeliehen hat und ich die suchten konnte und alle drei mit einem Mal hatte und ich die wirklich an 5 Tagen eigentlich weggelesen habe. Einfach der Wahnsinn. Ich habe das sehr, sehr genossen. Den letzten Teil heute Nacht, ich glaube um 2:45 habe ich Licht ausgemacht. Also wirklich, ich konnte auch nicht schlafen. Auch wenn ich das Licht ausgemacht habe, lag ich wach und dachte, wie geht's weiter? Was könnte jetzt passieren? Wo geht's hin? Und habe nach 10 Minuten dann einfach das Licht wieder angemacht und weitergelesen, weil mich das so begeistert und mitgerissen hat. Also absolute Empfehlung. Ich bin echt ein Fan dieser dystopischen Reihe. Wer geile Thriller-Atmosphäre möchte, wer wirklich Spannung mag, wer es wirklich actionreich mag und wirklich einfach so dieses Dystopien-Feeling toll findet, absolute Empfehlung, eine grandiose Reihe. So, nach dieser großartigen Reihe atmen wir mal kurz durch und kommen zu einem Buch, das mir auch nicht ganz so gut gefallen hat, was wirklich von mir eher nur ein Okay bekommt. Und zwar ist das die Diamantendynastie von Sydney Shelton. Die ist im Oktober 2016 bei Blanc-Vallée erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9 Euro und hat 430 Seiten. Und ich kenne Sydney Shelton von früher. Da hat nämlich meine Mama einige Bücher von ihm gelesen und dieses Buch ist ursprünglich 1982 auch schon einmal erschienen. Aktuell werden die Bücher von ihm aber neu aufgelegt, was seinem 90. Geburtstag oder seinem 100. Geburtstag im Grunde zur Feier seines 100. Geburtstags 2017, im Grunde werden die eben neu aufgelegt. Und Sydney Shelton selbst ist ja vor 10 Jahren gestorben. Und ich kenne von ihm ein paar Bücher, nicht allzu viele, das ist aber auch schon locker 20 Jahre her, das wird gefühlt gar nicht mehr reichen. Habe ich immer mal gerne gelesen und man kennt ihn ja auch aus den Serien Bezaubernden Genie und Hart aber herzlich, wo er unter anderem auch Drehbuchschreiber war, was ich lange nicht gewusst habe, ich aber doch sehr lustig dann im Nachgang finde, wenn man das so ein bisschen weiß. Und einfach so ein bisschen Nebenwissen hat. In der Geschichte befinden wir uns Ende des 19. Jahrhunderts und hier haben wir einen Schotten oder einen Iren. Auf jeden Fall Jamie, der nach Südafrika reist und er gelangt durch seine Arbeit auf den Diamantenfeldern zu großem, großem Reichtum. Er stirbt sehr jung und hinterlässt sein Vermögen seiner jungen Tochter Kate. Und so erleben wir eben ein bisschen die Geschichte von Jamie und dann geht die Geschichte über zu Kate, die ihre Jugendliebe David heiratet und ein gefühlt perfektes Leben führt, natürlich im Reichtum ihres Vaters in der Diamantendynastie. Und allerdings währt dieses Glück, dieses perfekte Leben nur kurz, denn ihr Mann David stirbt bei einem Minenunglück. Und es passieren so eben allerhand Dinge, die Kate nicht kommen sieht und die ihr das Leben nicht ganz so einfach machen. Ja, die Geschichte hat mir zu Beginn sehr gut gefallen. Der Start war sehr spannend. Wir haben wirklich viele interessante Hintergrundinformationen. Wir bekommen viele Charaktere vorgestellt. Wir haben Einblicke in die verschiedenen Länder. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Leute, die wir näher kennenlernen. Und das fand ich wirklich zu Beginn sehr interessant und spannend und auch gut geschrieben. Leider wurde es aber dann so nach dem ersten Drittel so ein bisschen langweiliger. Es passierte gefühlt zwar doch ein bisschen was und es sterben auch unglaublich viele Charaktere, hatte ich so den Eindruck, die man gerade kennengelernt hat und ein paar Seiten später ist irgendwas mit denen. Und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade, weil ich mich frage, warum führt man den Charakter ein und ihn dann gleich wieder, das ist halt ein bisschen so. Zudem war der Schreibstil zwar sehr flüssig, allerdings schon so ein bisschen 80er-mäßig, also auch wie die Dinge dargestellt wurden.
waren sehr überzogen, sehr übertrieben, es wirkte sehr oberflächlich und an mancher Stelle, gerade so ab der Hälfte, passierte auch viel Unrealistisches, sehr viele Zufälle, die es irgendwie gab, wo man sich denkt, naja, jetzt ist dann auch mal irgendwie gut. Es gab verschiedenste Stellen, gerade wenn es dann so ein bisschen um den Reichtum geht, um Kate geht, um die Gesellschaft geht, wo ich mich sehr an den Denver-Clan erinnert habe, den ich als Kind, Jugendliche mal irgendwann so ein bisschen geguckt habe, ich aber total nervig fand, diese Übertreibung und auch wie die alle aussahen und wie da das Frauenbild ist und ach, das hat mich und ja, auch diese Intriganten, da mochte ich halt Dallas mit einem J.R. Ewing immer mehr als eine Joan Collins, ne? Und das hat mich aber so ein bisschen dran erinnert, gerade auch wie die Beschreibungen waren, von wie die Frauen angezogen waren, wie Feste gefeiert wurden, das hat mich alles sehr an den Denver-Clan erinnert, was natürlich jetzt auch wieder in die Zeit der 80er so ein bisschen gepasst hat. Insgesamt war es wirklich so ein Gefühl, als wäre man zurück in den 80ern und als würde man aus der Sicht der 80er eben wahrscheinlich versuchen, einen historischen Roman zu schreiben. Das gelingt einigen Autoren ja ganz gut. Ich fand, Sydney Sheldon hat hier leider ab der Hälfte so ein bisschen die Realität verloren und das fand ich wirklich ein bisschen schade. Also es war manchmal schon einfach sehr, sehr drüber und es gab einfach viele Dinge, wo ich mir dachte, naja, muss man das wirklich so zeigen und darstellen? Und ja, leider hat es Sydney Sheldon so getan. Es war ganz okay, es hatte auch schon Spannungspotenzial, weil ich natürlich schon wissen wollte, wie es ausgeht, wie es weitergeht. Und das ist natürlich schon mal interessant, gar keine Frage. Hätte es mich nicht interessiert, hätte ich abgebrochen. Aber es gab eben doch verschiedene Wege, die ich von Kate wissen wollte, wo ich einfach sehen wollte, wo es hingeht. Allesamt war es schon ein ganz okayer, historischer Roman, aber mehr als okay war er halt nicht. Und ich glaube auch einfach, dass es schwierig ist, wenn man kein eingefleischter Sydney Sheldon-Fan ist, da einfach in die Geschichten so reinzukommen und gut zu finden, gerade weil sie sich eben so ein bisschen alt ja, anfühlen. Und ja, natürlich ist ein historischer Roman, müsste eigentlich ja, mit der Zeit mitgehen. Das schafft er hier aber leider nicht so ganz, was ich echt schade finde. Aber gut, es war okay, mehr auch nicht. Und ich glaube, es hätte jedes Buch neben dieser Wahnsinnstrilogie von Ursula Poznanski wahrscheinlich einfach schwach ausgesehen. Aber für unterwegs ist ein E-Book einfach immer schöner zum Mitnehmen als ein echtes Buch. Und gerade bei geliehenen Büchern guckt man ja, dass man da nicht groß irgendwas ranbringt. Und dementsprechend, ja, musste ich natürlich hier jetzt einfach auf ein E-Book ausweichen. Ja, und es sollte halt auch ein anderes Genre sein, aber es war leider nicht ganz mein Buch. Es ist schade, ich habe dann auch wirklich so zum Ende hin eher ein bisschen, ja, so überflogen und was ich einfach schade finde, was ich eigentlich einfach unglaublich ungern tue und man dann gefühlt, ja, aber wenn es einfach manchmal so 20 Seiten gibt, wo man denkt, oh, geht's ja mal weiter, dann muss man sich halt so ein bisschen, ja, vielleicht sollte ich da mal im Ansatz treu bleiben, doch einfach abzubrechen, wenn ein Buch nur okay ist. Aber man weiß ja nicht, was am Ende nochmal rauskommt. Ne? Ja, das soweit zu den Büchern. Das Jahr hat also mit der Trilogie von Ursula Poznanski schon mal sehr, sehr gut gestartet. Hat mir unglaublich gut gefallen und gefällt mir immer noch. Und da bin ich schon mal sehr froh, dass das YouTube-Jahr sozusagen, das Booktube-Jahr, das Lesejahr so gut begonnen hat. Zudem habe ich eine alte Serie auf YouTube entdeckt und zwar Ich heirate eine Familie. Die habe ich schon vor Weihnachten entdeckt und ein, zwei Folgen geguckt und auch in der letzten Woche habe ich gerade so zum Frühstück immer mal ein bisschen in diese Sendung wieder reingeguckt. Die ist ja aus den 80er Jahren mit Peter Weck, den ich unglaublich toll finde in verschiedensten Filmen. Er hat ja zum Beispiel auch bei Sissy mitgespielt. Da war er noch ganz jung und unterschiedlichste Filme. Und ich mag Peter Weck sehr, sehr gerne und so auch in dieser Sendung. Und ich denke, jedem Kind, das irgendwie in den 70er, 80ern geboren ist, wahrscheinlich auch 90ern, kennt diese Serie, wo eben ja, unser Peter Weck alias Werner ja, eine Familie heiratet mit eben drei Kindern und dann allerlei Trubel in diese Welt sozusagen einkehrt. Und es macht mir tatsächlich Spaß, so ein bisschen auf diesen Pfaden zu laufen der Vergangenheit, auch wenn man einfach merkt, es ist die Sendung der 80er und manche Gedankengänge kann man nicht mehr so richtig nachvollziehen, die damals eben einfach so waren, weil einfach die Zeit eine andere war. Es liegen halt doch schon 30 Jahre zwischen dieser Serie, aber das tut der Unterhaltung keinen Abbruch. Ich habe, glaube ich, jetzt so 6 Folgen, ich glaube 14 Folgen gibt es und ich mag das tatsächlich ganz gerne. Und zum Frühstück, finde ich, gibt es gefühlt nichts Besseres, als einfach ein bisschen solche Unterhaltung laufen zu lassen. Gefällt mir auf jeden Fall besser als Frühstücksfernsehen oder Nachrichten.
Nachrichten oder irgendwas in dieser Richtung. Und da fühle ich mich dann eben einfach eine halbe Stunde gut unterhalten und ja, gucke das über meinen Chromecast einfach auf dem Fernsehen. Und das gefällt mir tatsächlich ganz, ganz gut. Sonst läuft serientechnisch aktuell nichts. Ich habe so ein, zwei Serien auf Netflix, auf jetzt mal auf der Watchlist, wo ich denke, vielleicht starte ich dann nächste, übernächste Woche einfach mal mit und ja, möchte vielleicht auch einfach mal ein bisschen was Lustiges mir angucken und hoffe da ein bisschen was auch zu finden. Und ja, sonst war diese Woche einfach auch ein bisschen ja, menschenlastig. Filmtechnisch haben wir diese Woche nichts groß Neues geguckt. Und haben eben auch einfach mit vielen Menschen die Zeit genossen und da einfach auch so ein bisschen das neue Jahr ja, einfach hereinkommen lassen und beschnuppern lassen. Und ja, es ist ja so auch die Zeit zwischen den Jahren und die ist halt immer ein bisschen ruhiger und ein bisschen besinnlicher. Für die kommende Woche geplant ist ja, ein Friseurbesuch. Es wird definitiv Zeit, dass die Matte ja, runterkommen, beziehungsweise der Schnitt einfach mal wieder gemacht wird. Ich habe so ein, zwei Ideen, wie ich sie gerne hätte und merke einfach, dass mir dieses Wachsenlassen überhaupt nicht liegt und ich die jetzt nicht unbedingt zu lang finde, aber einfach von der Form, ach ja, wenn man sie täglich waschen muss, dann ist einfach irgendwas verkehrt. Dementsprechend freue ich mich am Donnerstag auf den Friseurtermin. Auch ich habe diese Woche eine kurze Woche und die darauffolgende ist auch kurz, weil ich ein langes Wochenende habe. Ich habe Freitag und Montag dann frei, also den 12. und den 15., weil ich ja ein Jahr älter werde und da muss ich natürlich mit einer guten Frisur sozusagen ins neue Lebensjahr dann auch starten und dementsprechend wird dann diese Woche auch wieder ein bisschen entspannter mit eben nur 4 Arbeitstagen. Geplant an Videos ist in dieser Woche auf jeden Fall so ein Lesevorhaben-Video, was ich denke heute auch noch drehen werde. Und das zweite Video, ja, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Mal gucken, was da kommen wird oder ob es vielleicht nur ein Video diese Woche gibt. Das, denke ich, seht ihr dann auf jeden Fall. Lesetechnisch muss ich mich jetzt erstmal finden, was ich als nächstes lesen werde, weil ich wirklich nach der Reihe von Ursula Ponslanski gerade in so einem absoluten Hoch bin und ich mir gerade denke, Mensch, was liest du da als nächstes? Was kommt da vielleicht ran? Was kann dich in dieser Lesebegeisterung auch einfach wieder mitreißen? Das wird natürlich auf jeden Fall schwierig. Und ja, da aber heute Samstag in Bayern ein Feiertag ist, der 6. Januar ist Heilige Drei Könige, werde ich auf jeden Fall dann ein bisschen, ja, auf jeden Fall noch ein bisschen lesen. Vielleicht auch einfach mal gucken, was serientechnisch doch vielleicht noch so ein bisschen geht. So ein Tag, an dem draußen nicht viel los ist, ist ja immer sehr angenehm und es ist dunkel und neblig und düster und mal gucken, was der Tag da noch so ein bisschen bringt. Zudem muss auch draußen die Außenbeleuchtung natürlich jetzt dann heute noch so ein bisschen weg. Ja, dementsprechend muss ich da heute doch noch mal raus. Ja, aber man soll sich ja nicht innen verkriechen. Das macht es ja gefühlt auch nicht besser. Ja, soweit zur vergangenen Woche und der Pläne der nächsten Woche. Was habt ihr denn so als erstes Buch 2018 gelesen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, mit was ihr das Jahr begrüßt habt und wie ihr es dann auch fandet. Wenn ihr schon fertig seid, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und auch sehr neugierig und hoffe, meine Bücherwoche, die erste 2018, hat euch wieder gut unterhalten. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.